Wir gehen rein, Chat. Lazzo hat hochgeladen. Sascha, es tut mir leid. Ich habe es mir bis jetzt nicht angeschaut, obwohl Nico geschrieben hat, Sascha, es tut mir leid. An alle, die hier auf mehr Anzeigen unterwegs sind und das Video da schauen, hier klappt gar nichts. Okay, ich will gar nicht über meine technischen Tage sprechen. Wenn du einmal Scheiße am Schuh hast, dann richtig doll. Und ich habe die Scheiße am Schuh. Ich habe dieses Mic, weil mein Shure-Mic mich verlassen hat, nachdem ich 2 Wochen nicht am PC war. Jetzt ist das Mic. Jetzt haben wir zur Auswahl entweder gar nicht streamen oder halt mit dem Mic. Und ich finde, das Mic ist okay. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Man darf jetzt auch nicht so hart meckern. Wir gehen direkt rein, um zu schauen. Die Cam ist wenigstens da und das ist die Hauptsache. Sehr verehrte Fluggäste, ich begrüße Sie recht herzlich zum Eurowings Flight EW7402 von Stuttgart zu InScope 21. Ladies and Gentlemen, we would like to welcome you aboard on this viewing slide EW7402 from Stuttgart. Ich hoffe, der hat gepasst für euch, ne? Warum kam die letzte Woche kein Video? Leute, ich war krank und bin immer noch nicht ganz fit. Spaß beiseite, ich hatte leider kein Placement für... Real Talk, ja. Wirklich, es kam kein, weil er keine Werbung hatte. Auch hier, ich sehe hier nirgendwo unterstützt sich Produktplatzierung. Wo ist die Werbung? Was ist mit InScope 21 los? Was geht bei dem Kanal? Was auskurieren wollte, habe ich dieses Mal von meinem Team und auch von euch als Community Clips raussuchen lassen, bei denen ihr sagt, das ist der Content, den wir im Video sehen wollen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was rausgesucht wurde. Es gibt nichts Geileres, als einen Typen zu haben, der einen Fußfetisch hat, weil... Die wissen einfach genau, wie sie die richtigen Stellen verwöhnen dürfen. Also, ganz kurz, wenn diese Frau jetzt Schuhgröße 36 oder 37 hat, genau die richtigen Stellen. Wenn du einen Ogre als Freund hast, dann legt er einen Daumen drauf und dein ganzer Fuß ist bedeckt. Also was ist das für eine Aussage? Was ist das überhaupt für ein erster Clip in dem Video? Was höre ich hier? Fußfetisch ist ja ein Riesending. So wie bei manchen Leuten vielleicht die Achsel. Keine Ahnung. Ist es nicht meins? Würde ich an... Keine Ahnung. Nee, also sehe ich einfach nicht. Also Frauenfüße können geil sein. Farid Blume schreibt, Frauenfüße können geil sein. Aber was genau daran? Ich verbinde es immer mit so jemandem, der auch dann mal gerne so an dem Fuß riecht oder so. Am besten so nach einem Tag. Frauenschultern auch. Oder Nasen. Ja, ich weiß nicht. Das kommt bei mir nicht durch, Chat. Bauchnabel auch. Das ist crazy. Ich trage 36. 37. Ja, Knutschkugel-187. Danke für die Angabe deiner Schuhgröße. Haben wir noch ein Beweisfoto vielleicht? Ach, Leute. Das ist einfach nicht euer Ernst, dass die Nummer so losgeht hier. So, Schatz. Ich muss los. Hast du meine Schlüssel gesehen? Meinst du die hier? Ja. Gib mir die mal bitte. Wenn du mich jetzt hier noch schnell durch... Jungs, ich hab kein... Was ist das für ein... Bro, was hat Lazzo für eine Community? Und warum sieht das Standbild so aus, als ob Lazzo Mitte 80 ist? Irgendwie die graue Jogginghose und das Tanktop reingestopft, gibt mir gerade in der Rückenhaltung auch voll die Opa-Vibes. Holy shit. Aber was hat er für eine Community? Digga, das haben ihn Zuschauer eingesendet. Fuck me. Schatz, wo sind meine Schlüssel? Du meinst die hier? Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben den Nachfolger von Marcel Eris. Die hier? Selten sowas Gutes gesehen. Ich habe halt mal jemanden gedatet, der kein Deutsch gesprochen hat. Und wenn er sagt Babe oder das schreibt, finde ich das irgendwie nice. Wenn mir ein Deutscher sagt Babe, finde ich das weird. Checkst du? Nee, check ich nicht. Ja, ey, Chat, ihr müsst es verstehen. Wir Deutschen haben einfach kein Vibe. Wenn jemand von euch Babe schreibt, das ist halt einfach nicht das Gleiche. Das ist okay, wisst ihr, das ist nicht das Gleiche. Wir haben so harte Wörter, so Schatz, weißt du, mit einem schönen Z am Ende. Ich weiß nicht, was gibt's noch für fatale deutsche Kosenamen? Hasi, das ist unser Spieler bei Gönnergy Allstars. Lebensabschnittsgefährtin. Das ist halt, das sind unsere Wörter, weißt du? Liebling. Liebling ist ein gutes Wort. Bärchen, Perle. Weißt du, aber wir dürfen, Babe ist, man fühlt es bei uns nicht. Also Chat, bitte niemals Babe schreiben. W-Aussage von der Dame. Ich glaube, ich gehe sogar so weit und würde behaupten, das ist eine klassische Red Flag. Da sprechen wir wirklich schon von einer Red Flag. Aber er ist nicht über 1,80. Red Flag. Aber noch kein Wort gewechselt. Noch kein Wort. Oh, er trägt das und das. Red Flag. Ich finde es aber krass, wie sie so durch die Blume darauf anspielen will, dass sie nicht nur deutsche Typen, sondern auch
International Guys am Daten ist. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit einem Clip, den wir hoffentlich alle checken. He want my number, had to hit him with the fantasizing, got him feeling for this. Also dieses Fußding kennen wir ja, aber das ist crazy. Ihre Beschreibung ist vertraut mir, Ausrufezeichen. Fucking Senf. Also sie ist wirklich auf der Suche nach dem Hotdog. Das Emoji ist so passend. Was kocht sie denn? Ich glaube, sie macht da wirklich noch einen Snack daraus. Was sind das für Clips, Mann? Brennt. Glaub mir, es wird brennen. Das ist sehr scharf. Digga, dein Headset. Ja, ich streame heute mit diesem Headset. Und nein, ich streame nicht mit diesem Headset, weil ich Langeweile habe, sondern weil mein normales Mic nicht mehr da ist, mein Bester, okay? Bitte, laber mich nicht mehr voll wegen meinem Ton. It is what it is. Bro, was ist heute mit dem Content los? Ja, wenn Sascha dieses Video wieder sieht, der wird in seinem Streaming-Raum sitzen, ein Headset auf, dann wird erstmal die Wer wird Millionär-Umfrage kommen, welches Tag denn heute wohl wieder überhaupt nicht gewählt wurde. Zehn. Und dann wird er so drin sitzen. Leute. Ich habe im Stream noch nie mein Headset abgenommen. Wer nimmt im Stream für eine Ansage sein Headset von seinem Kopf runter? Komplett falsch. Komplett falsch von dem Rentner hier vor mir. Nicht Lazzo sein Ernst. Selbst ich denke mir gerade ja schon, was mit den Clips heute los ist. Das Thema Dating kann auf diesem Kanal leider nie zu kurz kommen. Weil immer wieder kommen Fragen in den Kommentaren auf. Wie schaffe ich es, beim Date oder beim Ansprechen mich richtig zu verhalten? Die Frage ist... Ach, er meint im Video? Aber ich reacte doch in meinem Video gar nicht auf sein... Hä? Hier ist alles falsch, komplett falsch. Das Einzige, was hier stimmt, ist die Qualität von meinem Headset. Bei mir noch nie aufgetaucht. Egal, lass uns trotzdem so tun, als wäre es so. Und dann habe ich neulich ein Video gesehen, wo ich dachte, ja, genau so sollte man sich verhalten. So ein bisschen vorrappen für mich. Danke, willst du uns das vorrappen, Jack O'Dre? Okay. Es muss schon über mich sein. Also da... Ja, ja. Okay. Ja, also muss das Freestyle sein? Ja, ja. Ich habe eine Baddie kennengelernt, sie ist India. Und weißt du, was ich mit dir mache? Was? Dach. India, warum machst du deinen Ballon platzen lassen? Weil er heute nicht das machen wird, sondern das machen wird. Gut, Ja, das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Also, das ist verrückter Content, Chat. Ich merke auch immer wieder auf Instagram auf der Lupe, dass die Stimmung auch wirklich kippt. So, ich lese ziemlich oft den Kommentar, das ist die Stütze Deutschlands oder so, oder die nächste Generation. Ey, ihr dürft nicht so negativ drauf sein. Der Typ wird da noch eine krasse, sobald die Rapper-Karriere poppt, ey, 50% Vaterstaat, weißt du, Steuern zahlen, so ein Ding mal. So, er braucht vielleicht noch ein paar Jahre und dann ist er ganz oben im Deutschrap-Bereich. Wisst ihr, die zahlen ja alle Steuern. Auch mal supporten, ein paar Streams abgeben auf Spotify. Nummer hat jetzt vielleicht... Die Nummer hat nicht ganz hingehauen, so wie das vielleicht im Manuskript stand. Aber es gibt ja immer, sag ich mal, Zeit und Raum zum Freestylen, um das Ruder rumzureißen, ja? Und wie er das jetzt handelt, ist tatsächlich geisteskrank. I don't give a fuck. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja. Was? Nein. Okay, was sind deine letzten Worte? Ich wollte eh nichts von euch so. Ihr seid eh alle nicht mein Typ. Bin Das hat dasselbe Vibe wie, kann ich deine Nummer haben? Nein, ja, du bist eh eine Schlampe. Das ist 1:1 der gleiche Vibe. Das ist ein All-Time-Classic-Move. Wenn du abserviert wurdest oder wenn einfach nicht mal abserviert, so wenn du einfach einen Korb bekommen hast, oder ist ja normal, dass jemand mal Nein sagt, dass du dann sagst, ja, wollte eh nicht haben, so, du bist eh voll hässlich. Done that! Been there, done that. Yeah! Ich kann euch eine Sache callen. Das ist ja schon sehr, sehr interessant. Aber kennt ihr noch die Prank Bros? Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin's Calvin. Wusstet ihr, wie Calvin von den Prank Bros mittlerweile aussieht? Jo, Freunde, was geht ab? Erster Vlog. Was bist du? Boom! Holy! Bro, wie heftig ist er am Start? Er sieht aus wie von Magic Mike oder so. Das ist ja verrückt. Chat, er hat eine kranke Form. Er hat wirklich eine crazy Form. Hat er ein 10-Pack? 1, 2, 3, 4. Nee, das ist wirklich, die sind krank am Start. Erster Vlog. Die Kommentare waren es, glaube ich. Holy! Chat, ich glaube, das waren die Kommentare, die die gezwungen hatten, im Gym richtig mal durchzuziehen. Ich sage nie wieder was gegen die Prank Bros. Alter, Calvin, die Maschine einfach. Ich glaube, das kam nur dadurch zustande, dass er von einem Supplement-Hersteller Produkte bezieht, die in Mehltüten ausgeliefert werden. Aber auch ich habe jetzt wieder Bock auf geile Sorten. Respekt für diese Form, heftiger Typ. Kommen wir nun zu den Sachen, die ihr eingesendet habt. Was? Das waren Lazzo seine Videos?
Halt's Maul! Die Aussage hätte ich rausgeschnitten. Das war für dich, das war for you. Oh mein Gott. Ihr müsst euch vorstellen, der Mann hatte Senf unten drunter. Der Mann hat Senf unter der Boxershort gehabt. Ich schaue mir mal den nächsten Clip an, okay? Was haltet ihr von Rassismus? Finden wir sehr cool. Meinung zum Mobbing auch cool. Da kann ich mich nur anschließen. Hey, denke mal dran. Mit Geduld und Spucke bekommst du alles rein. Ich meinte hin. Das geht gar nicht. Totes Video. Ehrlich, totes Video. 11.100 Likes. Wisst ihr, das ist halt... 2490 Menschen dachten sich, das save ich mir mal für später. Also das ist halt wirklich fatal. So, dagegen sind meine Videos, die könntest du bei ARD laufen lassen, um 20 Uhr bei den Tagesthemen. Also Real Talk. Muss man ja an der Stelle einfach sagen. Das ist halt so daneben. Und vor allem, dass es einfach Leute gibt, die sagen, oh ja, das ist meine Creatorin oder so. Ich werde es nie verstehen. Ich würde es wirklich nie verstehen. Oh, Bruder, was ist denn der Episode los, Jung? Ey, Digga. Sascha? Schalte das Video bitte jetzt ab. Falls du nicht weißt, wie man Kaviar isst, liegt das vielleicht daran, weil du nicht genug Geld verdienst, aber ich zeig's dir jetzt. Schmeckt nach Reichtum. Sehr sympathischer und bodenständiger Auftritt. Ich glaube, der Typ hat, als er das Video hochgeladen hat, sein Gehirn einfach kurzerhand abgeschaltet, wie ich bei jedem InScope 21 Upload. Bin der... Done that. Danke, dass ich jetzt weiß, wie man Kaviar isst. Da muss ich mich allerdings fragen, warum er so eine günstige Uhr trägt. Falls meine Frisur gerade irgendwie an... Ich check's nicht. Ich hätte wirklich gerne jetzt nach den letzten Videos mal eine männlich-weiblich Statistik von Lazzo. Real Talk. Der Mann hat eine Armee hinter sich. Die Leute schreiben immer noch, ja, Tag versaut. Digga, eigentlich müsste da eine Armee sein... von Menschen, die nach dem Ad fragen, die einfach den Timelapse haben und fragen, yo, hat jemand ihren Namen oder so. Jetzt ehrlich, ich check, das war's. Da kommt ein Clip, wie die Dame läuft und das war's einfach. Anders aussieht, check mal ein Bildschirm zu Hause. Da stimmt, glaube ich, irgendwas nicht. Daniel und ich, wir sind echt gute Freunde. So, jetzt mal no front. Oh. Was? So, generell, wir sind gute Freunde und deswegen, Daniel ist mein Bro. Es ist immer toll mit Daniel. Bitte macht's nicht das weird. Ist mein Bro. Also ich schicke immer an meine Freunde mit diese Snaps, die ich an meinen Crush schicke, ne? Und Daniel ist einfach mit dabei. Also ihr müsst euch vorstellen, dass Daniel Slump, ich hoffe, du erholst dich davon. Was sie gemacht hat, ist eine komplette Schlachtung. Er ist da halt irgendwie mit dabei. Daniel sitzt zu Hause, bevor sie kommt und die streamt und denkt sich, Alter, die Snaps und so, die Zeichen, ey, die alle Sterne stehen richtig. Er guckt auf den Himmel in der Nacht zuvor, denkt sich so, oh mein Gott, Walkout, Deutschland, Creatorin und dann diese Frau. Und dann passiert das. Das ist halt krass. Die hat Fruit Ninja mit ihm gespielt. Ja, 100%. Glaube ich, ohne Spaß einfach angenehmer für Daniel gewesen, wenn du ihn einfach als bezeichnet hättest. Ja. Ich hab schon wieder Bock auf einen Klapp. Digga, wieso kann ich nicht so sein wie Calvin? Danke nochmal, Gina, dass du darauf hingewiesen hast, dass du was mit Daniel am Laufen hast. Hätte ich nicht gedacht. Ganz kurz, wenn Calvin so heftig am Aufdelivern ist aktuell, was macht denn eigentlich Marvin? Bist du nicht Marvin von dem Fanclub? Ja. Was machst du hier? Ach so! Wie laut waren die Grillen? Ich hab fast gar nichts verstanden. Was macht er da im Pool? Ich hab's nicht gehört. Na dann! Ey, ist das dann wieder geil, Digga. Breaking News. Meditieren, Sport machen, genügend schlafen. Ja. Fühl ich. Ja, 100%. Gut gesund zu essen, an der frischen Luft zu... Ohne Spaß, bin ich selber schon übelst auf 1000 hier. ...sein, in die Natur zu... Jetzt weiß ich wieder. Sorry, nochmal ganz kurz wegen der Message. Was hast du gesagt? Wir heiraten in anderthalb Monaten bei McDonald's. Wir haben nämlich eine komplette Hochzeit bei McDonald's gewonnen. Eine freie Trauung im Außenbereich. Alle Dienstleister, die man so braucht, gibt es auch dazu vom freien Trauredner. Ja,
Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal heftige Aktion von dem McDonald's, dass die eine Hochzeit da verlosen. Ich habe eine Frage mal an den McDonald's. Bevor ihr anfangt, Hochzeiten zu verlosen, wo sind die normalen Gutscheine? Wo ist das Monopoly, wo ich diese kleine Pommes oder das Eis abziehe und es direkt einlösen kann? Ist es nicht mittlerweile so, dass du deinen Gewinn immer einscannen musst? Musst du nicht alles einscannen? Bring das mal zurück. Ihr schenkt da irgendjemandem eine Hochzeit. Dicker, scheiß mal auf diese Hochzeit. Ich will dieses Monopoly abreißen und sofort sehen und nicht dieses Scannen. Bevor ihr dann, keine Ahnung, 5.000, 10.000 Euro für diese Hochzeit rauskloppt, kloppt mal lieber das Geld da rein. Es nervt extrem. Oh, Mann. Fassungslos. Fassungslos. Bro, bodenloseste Video. Real Talk, ehrliche Meinung, das Video ist, meine ich, das schlimmste InScope 21 Video, was in den letzten Monaten, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Video gesehen habe bei Lazzo und so fassungslos war. Es ist kein Wunder, dass NordVPN Hauptsponsor von InScope 21 ist, weil die verstehen eh nichts in den Videos. Die sehen die Bilder und denken sich so, ach ja, der bietet hier Platz für viele Frauen, die sich da kreativ ausleben können auf dem Kanal. Er redet nicht darüber, er ist sehr unterstützend, findet die richtigen Worte. Ich glaube, das denken die. Nicht so fassungslos wie das Mikro. Verpisst euch! Ja, der war nicht schlecht. Heute keine Werbung. Sorry. Och Mann, ich wollte mein Geld ausgeben. Ich hatte so Bock, heute mein Geld auszugeben. Ich wollte mir so geil die 2 Jahre NordVPN gönnen mit 12 Monaten on top. Ich wollte unbedingt das haben, Mann. Ich ziehe mein Fazit. Das sind die Clips, die ich brauche. Mach weiter so, Nico. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich auf YouTube gehe und du ein Video hochgeladen hast, ist es immer das allererste, auf das ich klicke. Das hebt sich unterbewusst direkt so krass ab von allem anderen. Ich hoffe, man versteht, wie ich meine. Doch, ich verstehe, wie du meinst. Du hast Angst, dass dein Dad schmutzige Sachen im Browserverlauf findet und deswegen verdeckst du alles mit InScope 21 Videos. Du hast die perfekten Timestamps, um das Video zu sehen, aber ohne InScope 21 und nur mit den Gästen, die auf dem Kanal kommen. Erzähl mir nichts. Von der Arbeit kommen, ja, wir haben ihn. Liebe Grüße gehen raus an Lazzo. Fatalste Aussage, kommen wir jetzt zu euren Einsendungen. Also, das ist verrückt, Chat. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen auf Mehranzeigen, bitte verschont Dave und Dominik mit Kommentaren zu dem Mikrofon. Wenn ihr euch wirklich daran aufhaltet, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Man kann es sich doch geben, man hört, was ich sage. Bitte tut nicht so, als ob es fürchterlich wäre. Ich habe selber einen Clip von mir gesehen. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Streamen andere Streamer damit? Nein. Ist es ein Notfall und eine einmalige Sache? Ja. Und die Leute in meinem Stream finden es auch nicht kacke. Einzeln Chat, wenn mein Mic wirklich Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Was ist jetzt los?